Wir sind wieder zurück in Frankreich 5. 100 Meter. Hä? Was war denn das? Los, los, los! Was ist das? Sie ist da. Helikopter ist hier auch schon ein bisschen angeschlagen, aber... Ich denke, ich hoffe, sagen wir mal so, der schafft es noch. Wir sind ja auch nicht fein mit ihm umgegangen, ne? Wir haben ihn ja auch strapaziert. Rookie, ich glaube nicht, dass das, ist das Elend. Team hat sich gerade gemeldet. Eine Priesterin der Sekte ist auf dem Weg zu dir. Das kann kein Zufall sein. Du hast nur ein paar Minuten, das Gebiet zu sichern. Sei vorsichtig. Sie haben vermutlich Geiseln. Okay. Wir werden angegriffen. Wir brauchen Verstärkung. Wir haben den Schützen. Siehst du sie? Die transformative Macht des Glaubens. Die armen, von Zweifeln geplagten Seelen werden hierher gebracht, um Erleuchtung zu finden. Wunderschön, nicht wahr? Positionswechsel! Die sind oben alle. Mein Gott, ich will hier nicht sterben. Ich gehe runter, Jetsi! In Ordnung! Weiter, weiter, weiter. Irgendwie komme ich hier nicht weiter. Alles klar. Achte auf die Bäume. Wir sind auf dem Weg. Sie wissen, dass du hier bist. Sie haben gerade Verstärkung angefordert. Pass auf dich auf. Ich werde die mal rauslassen. Das hat ihn schon lange vergessen. Geh weiter hoch, hilf mich. Ja. Du bist tot, verdammt. Verdammt, der Zweck. Findet ihn. Ich hab jemanden reingehen sehen. Sei leise, hau ich genau hin. Da kommen sie, da. Drücke vor. Werde dich auseinandernehmen. Ja. Nein, dann komm. Hier ist auch einer. Dann laufe ich direkt in die Arme gerade. Mach dich kalt, Arschloch! Wo ist der? Ich hab dich wie. Oh! Sag Bescheid, wenn du was findest. Ich hab Ziele im Visier. Unterwegs. Nicht geschafft. Die Position ist gar nicht schlecht. Die kommen hier alle hoch. Schnell, wo ist sie? Ist sie weg? Die war doch... Da ist sie, ist eigentlich noch da? Keine Ahnung. Ich sehe sie nicht.
Die ist oben geflogen. Also, da unten. Die ist da runter. Ich brauch sie noch, Mann. Die ist gar nicht so schlecht. Die ist gut. Jetzt versuch mal wieder nach oben zu kommen. Das war es mir jetzt echt wert. Ich will wieder nach oben, da war eine gute Position, da ist der Kerl. Alle steht in Flammen! Oh oh. Nein, ich sterbe! Boote sind auf dem Weg! Wir kommen zu euch! Für den Vater! Sie lebt noch, also sie könnte mir noch helfen. Ich drück die ganze Zeit. Jetzt funktioniert es, aber vorhin hat er gar nicht geblinkt eben. Ans Leben klammern. Jetzt haben wir hier oben noch was. Da müssen wir. Was soll ich damit machen? Zerstören oder was? Ich glaube nicht. Gut, den haben wir. Der nächste bitte. Rette den übrigen Geiseln. Wo sind denn da welche? Freigelassen? Ich muss mal oben gucken. Der ist erledigt. Da ist nichts mehr zu retten eigentlich. Auch mal was nehmen? Keine Ahnung. Eieiei. Schnell raus hier. Irgendwie bekommt uns das nicht im Wasser. Ich glaube, da habe ich echt das Gefühl, das war jetzt echt knapp. Die wollten uns gerade holen. Wo sind die restlichen Geiseln? Gucken wir mal. Keine mehr. Dann sind doch alle tot. Ja, wie auch du sagst es. Wir finden die nicht, die Geiseln. Wir werden die Mission nicht schaffen. Noch weiter höher. Vielleicht finden wir da ja was. Schnell, wir müssen uns echt beeilen. So, da ist nichts mehr zu befreien. Fall direkt durchs Auge. Tot noch bevor sie am Boden aufkommen. Aber manchmal möchte ich auch, dass sie leiden. Oh, bitteschön, sind da noch Geiser hier. Ich versuche mal, ob das was bringt. Tja, ich fürchte, wir werden keinen Erfolg haben. Hängen wir hier fest. Die Käfige sind da am Wasser. Die sind doch tot, wenn überhaupt da welche drin sind. Was nicht der Fall ist. Tja, sieht schlecht aus. Sehr gut gesagt.
das denn noch? Geiseln. Wo bitte schön sollen noch Geisel sein? Die habe ich ja schon längst befreit. Diese Waffenkultur ist doch Quatsch. Hier ruft doch keiner was. Hilfe oder so. Ein Kleinkind bedienen kann. Die sind tot. Da ist nichts zu retten. Ach, danke fürs Arsch. Das ist sich aber echt gut versteckt hier. Loki, hier spricht der Sheriff. Ich habe gehört, dass du Fes Priesterin getötet hast und ein paar unserer Leute retten konntest. Du hast die Kugas wieder ins Spiel gebracht. Klasse Leistung, Loki. Klasse Leistung. Das war's. Wir haben die Mission geschafft. War ein bisschen skurril, aber... Schwerfallen, dich nicht mehr so zu nennen. Ausgezeichnete Arbeit, Deputy. Freund und Helfer auch abgeschlossen. Krass, die haben wir gleich mal mitgenommen, wenn man so will. Also, was haben wir denn hier noch? Das ist wieder das Problem. Da können wir irgendwelche Trucks zerstören hier, die so. Ach ja, da sehen wir das ja auch. Dieses Zeug drauf haben. Wir können noch mal gucken. Augen auf die Straße. Ich mach den Rest. Eins von fünf haben wir zerstört. Die müssen wir einfach auf der Straße finden, ne? Wir müssen einfach die Straße lang. Der hat auch ein Problem. Einfach die Straße lang und dann gucken, wo die sind. Das sind jetzt keine, aber... Hä? Da ist jemand. Fliegen wir mal weiter. Ziehen wir es durch. Ich glaube, der Heli hat es hinter sich. Ich versuche mal, ob ich ihn noch reparieren kann, aber es sieht nicht so aus. Das war's. Doch, einfach draufhalten. Ach, das wusste ich gar nicht. Auch wenn es gar nicht angezeigt wird, kann ich trotzdem reparieren. Gut zu wissen. Gib Gas. Ja, das ist das Problem jetzt. Ich müsste diese Autos da suchen. So, das haben wir hier. Die Vaterstatue. Genau. Das können wir machen. Die Statue kann ja nicht fahren. Die kann sich nicht bewegen. Also muss sie direkt hier irgendwo sein. 2000 Meter. Ja, ich sag ja, das war eine ganz komische Situation eben. Ich suche mich da einen Ast ab. Wo ist bloß diese Geisel da? Tja, bin schon fast immer vorbeigelaufen. Da wäre ich nie drauf gekommen, dass da noch eine ist. Naja, es hat geklappt. Darauf kommt es ja an. Bisschen ausruhen, kann auch nicht schaden. Ist auch ziemlich fertig heute. Sie guckt so böse.
ziemlich erledigt. Die schläft gleich. Deswegen schaukelt sie so. Oh, ja. Das hätte jetzt mal so ein bisschen tot bedeuten können. Da ist die Statue, das ist sie, die ich meinte. Da waren wir vorhin auch schon. Sind wir da ein bisschen rumgeflogen. Die sollen wir zerstören und das können wir ja schlecht mit dem Heli hier, der taugt nichts dafür. Mit dem kann man nicht schießen. Yo, Rookie, diese Statue ist ein großer Klumpen Zement. Du brauchst schon schweres Geschütz, um sie kaputt zu kriegen. Oder was Fliegendes, mit Bordgeschütz. Du bist nicht blöd, dir fällt schon was ein. Genau, und deswegen müssen wir leider nochmal woanders hin gucken kurz und dann mal einen Helikopter besorgen. Da haben wir einen. Dann werden wir schnell mal eine... Ach nee, wir können ja auch so hinfliegen, so wie sich das gehört, oder? Ist das weit? 700 Meter, nee, dann fliegen wir so hin. Dann brauchen wir keine Schnellreiser. Vielleicht kriege ich auch einen anderen Helikopter jetzt. Kann sein, wenn ich das geschafft habe. Das wäre ja auch sehr schön. Da ich sowieso einen neuen kriege, kann ich den hier abstürzen lassen. Der hat uns gute Dienste geleistet. Aber das war's mit ihm. Und raus. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir ein bisschen hier bleiben, dass wir nicht so sehr vom Weg abkommen. Ja, das sieht gut aus. Und so ein bisschen dauert. Machen wir mal kurz zu und wieder auf. Das war knapp. Das war zu spät. Wir sind durchgerauscht. Ach, du glaubst das nicht. Jetzt sind wir durch die Erde durchgerauscht. Wir hätten wahrscheinlich sterben müssen. Naja, dann ist auch egal. Jetzt sind wir irgendwo gestorben. Wo immer das auch war. Keine Ahnung. War das in der Hölle? Sieht so vielleicht die Hölle aus? Jetzt müssen wir nochmal darüber. Yo, Rookie, diese Statue ist ein großer Klumpen Zement. Du brauchst schon schweres Geschütz, um sie kaputt zu kriegen. Na, oder was Fliegendes, mit Bordgeschütz. Du bist nicht blöd, dir fällt schon was ein. Oh ja. Einfach so durch die Erde zu springen oder so. Landen wir jetzt. Dauert eh zu lange. Einmal hätte ich es jetzt gemacht mit dem Fallschirm, aber nicht zweimal. Irgendwo landen wir jetzt, wo immer das sein mag. Oh, muss weg. Wir gehen ja mit dem Heli hier und wir haben uns einfach da oben raufgestellt. Na gut, okay. Egal. Wo ist der Heli? Da. Da brauchen wir eins mit Geschütz. Da holen wir uns mal den. Letztes Mal haben wir den roten gehabt. Den kann ich nicht. Nee, soll ich jetzt einfach 9 kaufen oder was? Ich habe 11.000. 2.800, was kosten die hier? Die werden immer teurer unten. Dann waren die ja auch teuer. 7.000 oder sowas. 2.600, 2.900, ja, die werden immer teurer hier unten. Okay.
Weil der andere Helikopter da steht, oder was? Dann werden wir ihn mal kaputt machen. Ja, der ist angeschlagen. Gut, jetzt ist er kaputt. Nun sollte es gehen. Er ist nicht reparierbar. Wir können die Helikopter sogar anpassen. Sehr interessant. Jetzt geht's. Ja, das ist es nämlich. Wie passen wir die denn an? Ein Leichthelikopter. Weil er zeigt mir das hier unten an, nämlich. Kaufe ihr Helikopter und passe sie an. Munition, Silberbahn. Verkaufen. Können wir was verkaufen? Nee. Gegenstände. Also, ich klicke jetzt eine an. Ein Helikopter. So, fahren steht da nur. Ein Leichthelikopter. Da steht nicht dran. Anpassen. Wie sollte man die denn anpassen? Diese Insekten können sich mal verpissen. Geht das nur beim Kaufen? Nee, eigentlich auch nicht. Nicht, dass ich wüsste. Das. Doch, das geht. Ja. Ich hab hier einen stehen. Also anpassen weiß ich jetzt nicht. Schade eigentlich. Wäre auch schön gewesen. Vielleicht nochmal ein größeres MG oder sowas. Augen auf die Straße. Ich mach den Rest. Naja, vielleicht kommt das später noch dazu oder sowas. Ich weiß es nicht. Ich wusste nicht daran, das zählt noch gar nicht. Es zählt noch nicht. Der Kopf ist weg. Bisschen noch. Wir haben sie gleich. Verdammt, man kann dein Werk bis zum Gefängnis sehen. Und tschüss, du Zementverschwendung. Ey, falls du mehr Ärger machen willst, ich hab ne Idee. Faith hat ihre persönliche Kopie von Josephs Gebrabbel in der Statue versteckt. Geh doch mal rein und verbrenn sie. Zeig dir, was passiert, wenn man sich mit den Falschen anlegt. Sicher, jetzt habe ich auch einen Helikopter, mit dem man rumballern kann. Klar, den stelle ich jetzt dahin und dann fliegen die damit und ballern mich hier ab. Ich könnte mich auch irgendwo verstecken und immer warten, wenn einer kommt, mir den Helikopter klauen will, ihn abschießen dann. Das geht auch. Probieren wir mal aus. Wir sind jetzt schon angeschlagen hier. Ich stecke hier ganze Zeit. Ich krieg was ab. Mit einer Atombombe auf einen einzigen. Oh nein. Jetzt blallern die mich noch ab. Ich wäre ja längst da gewesen. Jetzt bist du im Feuer. Dann kann ich dir nicht helfen. Ich muss mich ja selbst retten. Der Heli ist im Eimer. Wir müssen uns einen anderen holen. Ich hole mal Berli. Wir haben Berli schon lange nicht mehr gehabt. Und ich denke, hier passt er. Ja, du bist raus, weil du tot bist. Die haben sie doch gerade gekillt. Also schon witzig immer das Spiel. Ach, du glaubst nicht, doch hier ist ja was los. Selbst Berli ist hier wehrlos. Schnell. Aufstehen und weg.
bisschen nachhelfen. Die haben den schon wieder erledigt. Was sind denn das für harte Leute hier? Ja, komm. Du bist tapfer. Ist schon wieder erledigt? Das ist einer von den ersten, die da auf mich geschossen haben. Ich muss da rein oder so. Die schießen von beiden Seiten. Oh oh. Und Berli? Lebt Berli noch? Nee, der ist auch tot. Jo, heute ist Tag der 1000 Tote, würde ich sagen. Tag der 1000 Tode. Wir sind andauernd am Sterben. Verdammt, man kann dein Werk bis zum Gefängnis sehen. Und tschüss, du Zementverschwendung. Ey, was ist? Wenn du mehr machen willst, ich hab ne Idee. Faith hat ihre persönliche Kopie von Josephs Gebrabbel in der Statue versteckt. Geh doch mal rein und verbrenn sie. Zeig ihr, was passiert, wenn man sich mit den Falschen anlegt. Ja. Wo ist denn? Nach oben muss ich. Bin schon zu tief gefallen. Mal gucken, wie wir da hochkommen. Da oben. Muss opfern, wo ich hintrete. Jetzt falle ich nämlich runter, anstatt nach oben falle ich dann runter. So. Achso. War schon. Und der Helikopter ist natürlich irgendwo runtergefallen. Seine Worte. Hast du eine Ahnung, was er mir antun wird? Tja, hast du eine Ahnung, was du mir antust? Das war einfach nur wunderschön. Joseph Seed wird sich in die Hose machen. Und Faith kriegt Hitzeballon. Die wird sich für das verbrannte Buch und die Statue verantworten müssen. Super Aktion. Habe ich noch einen Partner oder sind jetzt alle tot oder was? Entlassen, sie ist immer noch da. Deputy, ich muss gestehen, ich hätte nie gedacht, dass wir es so weit schaffen würden. Aber du trägst diesen Kampf zu Faith und sie weiß, dass sie ihn verliert. Also weiter so. Und vergiss mir Burke nicht. Falls du den Marshall da draußen rumwandern siehst, dann schnappst du ihn dir, Rookie. Wir müssen ihn aus dem Fluss rausholen. Jetzt mal gucken, ob ich den reparieren kann. Da klappt's ja doch. Manchmal geht das nämlich ja auch, da weiß gar nicht angezeigt. Den schnapp ich mir. Unverschämtheit hier, du. Auf mich ballern hier. Ui, wo kommt das her? Krass, irgendwo ist einer da mit dem Flammenwerfer da. Hangt hier. Weit weg.
Tja, ich brauche keine einzige Kugel. Das geht auch mal zur Not. Wo ist denn jetzt der Helikopter? Jetzt ist er bestimmt ganz im Arsch. Nee. Tatsächlich, kann ich wieder reparieren. Wie geil ist das denn? Das mache ich jetzt immer. Jetzt fehlt nur noch, dass ich da reinkomme. Ach, du bist auch erledigt. Ach, dich hat's auch geschafft. Die hat's auch erledigt. Du bist ausgenockt. Wir hatten ja von denen hier unten lang keinen mehr. Wäre auch mal lustig, mal wieder einen uns zu holen. Genau, nimm ihn mal. So, jetzt gucken wir mal, dass wir hier reinkommen. Warte, das geht. Es geht, es gibt eine Chance. Ich muss sofort hoch. Sitzsituation C. Und sofort hochziehen die Maschine. So, treten wir mal in ein paar Arsche. Wo ist er denn jetzt? Da. Jetzt versuche ich mal hier irgendwo zu landen. Geil. Ich lauf los. So hätte ich so manches Mal meinen Helikopter retten können. Ist er da? Na komm, steig ein. Sehr gut. Lass uns loslegen. Sehr gut. Was kommt denn jetzt dran? Da haben wir hier die Schweinefarm. 2000 Liter. Schießen wir gleich mal ab. Und das war's schon. Tja, mit dem Helikopter. Seht euch diese Peggy-Arschgeigen an! Dann haben wir die anderen Aufgaben noch mit den Transportern da. Die wir da abschießen sollen. Deswegen fliege ich mal tiefer. Falls ich welche sehe, kann ich sie mir gleich vornehmen. Dass man die nicht weiter ausbauen kann. Es stand doch dran, dass man die Helikopter weiter